Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Satisfactory. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, wenn ihr dazu entscheiden solltet. Und würde auch Fix jetzt sehr freuen, wenn ihr abonniert, weil wir sind ja hier Part von Save the Day. Wir retten euch da auf der Erde, also könnt ihr auch mal ein Abo da lassen. Seid mal nicht so. Mach mal nicht so, ja. Okay. Wir haben 100 Rotoren hier drin, wir haben 89 Platten, nehme ich mal raus. Dann könnten wir tatsächlich die Stahlproduktion fast erforschen. Aber die Stahlproduktion hat leider ein kleines Problemchen, die Stahlproduktion. Das nennt sich Strom. Stahlproduktion braucht viel Strom. Sehr viel Strom. So viel Strom, da kann unsere Biofuel-Dinger gar nichts machen. Das ist, außer du willst halt 500 Stück von denen bauen. Ja, so viele auch nicht, aber 20 Stück oder so. Keine Ahnung, ob man das will. Das alles mit Biofuel zu machen. Problem ist, ich habe jetzt die Rotoren, die wir alle haben. Das sind noch nicht mal alle. Ich habe alle Rotoren da reingeschmissen. Und die brauchen wir natürlich für den Strom dann auch. Die Rotoren oben habe ich glaube ich noch nicht rausgenommen. Die hätte ich halt noch. Das heißt, wir müssten ein bisschen warten, bis wieder Rotoren da sind. Oder ich nehme die Sachen wieder raus, aber geht nicht mehr, ne? Ne, einmal rein ist das Ende. Das ist entschieden, wenn du es einmal reingelegt hast. Oh. Ja, hier hinten sind noch Rotoren. Ich habe die gerade rausgenommen. Achso. Ich habe sie jetzt reingepackt. So, ich mache jetzt die Frame schon mal fertig. Ich glaube, es gibt doch noch was, was wir mit Kupfer machen können. Kupferblech. Mit Eisen machen wir nichts, aber mit Kupfer. Für die Rohre und so. So, ein paar Stangen habe ich ja noch hier, ne? Ja, ein paar. Genug, um die 50 Rahmen zu bauen, immerhin. Denk dran, mit Schiff kannst du noch schneller unterwegs sein. Da fliege ich aber auch ab. Mhm. Tja, muss das lernen, ne? Ah. Geht gut. So, dann packen wir die Dinger mal da rein und schicken das Ding mal los. Das heißt, die Stahlproduktion können wir dann demnächst auch bauen. Milestone reached. Coal and iron can be combined in the foundry to start steel production. Project part number 2, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench. Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete phase 2 of project assembly. 1000 Meter bis zur Kohle. Fix it and humanity is relying on you. Die Menschheit verlässt sich auf uns, Seth. 1000. Oh Gott, das weiß. Erstmal hier die Werkbank öffnen. Pack schon mal Kabel und so Sachen da rein. Bum, bum, bum. Alles da reinpacken. Haben wir ja alles schön. Finde ich hier. Wir haben ja das Inventar im Fahrzeug. Du kannst ja mitkommen, indem du dich draufstellst. Oder du kommst mit dem kleinen Fahrzeug hinterher. Du hast ja gesagt, das gefällt dir ja eh besser. Das ist auch einfach besser. Na gut, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Dann solltest du das benutzen in Zukunft. Ausschließlich das. So, Platten werden wir auch noch brauchen, nehme ich mal an. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir überhaupt alles so brauchen für Strom. Der Kohlegenerator braucht die Platten und 10 von den Rotoren und 30 Kabel, 20 Platten.
pro Kohlegenerator. Wir brauchen einige Kohlegeneratoren. Und dann brauchen wir natürlich noch Wasser. Wir brauchen... Wo ist denn hier die Wasserpumpe? Das ist eine Produktion. Da, Wasserextraktor. Brauchen wir 20 Kupferdinger, 10 Platten, 10 Rotoren. Und wir brauchen natürlich die Rohre. Dafür brauchen wir diese Kupferplatten. Die Kupferplatten muss ich natürlich jetzt erstmal manuell herstellen. Was nicht so schlimm ist. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ja, einfach hier Kupfer raus. Nehmen wir hier Kupfer raus. Nehmen wir da Kupfer raus. Und nehmen wir hier Kupfer raus. Und dann lernt das Test gleich mal, wie man Kraftwerk baut. Dann kann ich den Test in Zukunft einfach losschicken. Wir haben nicht genug Strom. Mal bauen wir noch ein zweites Kraftwerk. So. Stahlträger, Kupferblech. Ja, Kupferblech ist auch wieder so ein langsamer Craft. Drei. Oh, Craft. Also drei. Bam, bam, bam. Müssen noch Kabel herstellen gleich auf jeden Fall. Oh, Quarz gefunden. Was hast du gefunden? Quarz. Ja. Kannst du abbauen, weil man es im Mem erforschen kann, glaube ich. Aber du sollst ja jetzt nicht hier rumlaufen, du sollst hier Kupferbleche kreieren. Ich bin auf dem Weg zum Kohle. Hey, wir fahren mit dem Fahrzeug. Das habe ich auch hinten schon beladen mit allen möglichen Sachen, die wir brauchen. Inventar, der nutzt noch Inventare, ey. Wir haben doch jetzt Fahrzeuginventare. In deinem kleinen Fahrzeug ist auch ein Slot. Kannst du doch was reinpacken? Hey, wow. Ja, ich meine, wir müssen sowieso noch ein bisschen warten, bevor wir das mit der Kohle überhaupt angehen können. Okay. Ja, wir sind Kraftwerke bauen mit 30 Rotoren, die wir haben. Ein paar Rotoren müssen hier noch gebaut werden. Währenddessen bereite ich schon die Kupferbleche vor. Ich glaube, die modularen Rahmen brauchen wir noch nicht für die Crafts jetzt. Ein Generator kostet halt nur 10. Ja und? Du brauchst davon 16? Ich weiß nicht, in welcher Größe du rechnest. Ich rechne in großindustriellen Maßstab. 16 ist ein Powerbrick. Ich hätte jetzt gedacht, da stellt man jetzt einen hin, damit sich das Ding selber powert und den Rest lässt man halt abtransportieren. Mhm. Nee, das wird jetzt unsere neue Stromversorgung. Die Biogeneratoren werden abgebaut. Die sind bald. Ja, aber deswegen können wir die Kohlegeneratoren doch trotzdem bei uns hinstellen. Wie bei uns? Was? Bist du verrückt? Erstens sind die mega laut und zweitens habe ich gar nicht Wasser in der Nähe. Wasser? Ja, hä, wie willst du denn Strom aus Kohle generieren, ohne Wasser? Verbrennen. Und dann, wie kriegst du daraus Strom? Mit der Hitze. Nein, das funktioniert so nicht. Wie machst du Hitze zu Strom? Wie wandelt man das um? Ja, Hitze ist Energie. Geh ja, aber Energie, Hitze ist ja nicht Strom. Wie wandelst du Hitze in Strom um? Was weiß ich? Durch Wasserdampf? Wie mach ich aus Hitze? Okay, wie wird aus Wasserdampf Strom? Nee, das durch eine Turbine leitest, in dem Elektromagnet ist. Also eine Spule mit dem Rotor drin quasi. Und dann, wenn das sich das dreht, dann entsteht Strom. Wie beim Dynamo am Fahrrad. Das heißt jetzt so, wow, so funktioniert ein Kohlekraftwerk. Ja. Ja, aber es gibt doch auch Geothermalenergie. Da wird das genauso gemacht. Da wird auch mit Wasserdampf gearbeitet. Wenn du Geothermal-Kraftwerke machst, dann wird das mit Wasserdampf gemacht. Da kommt ja auch Wasserdampf raus aus den Geothermal-Quellen. Genau, der wird ja dann genutzt.
Wenn du es für Fernwärme nutzt, wird die Wärme genutzt. Dann wird die Wärme aber transportiert. Dann wird ja gar kein Strom benutzt währenddessen. Da wird ja einfach die Wärme dann von A nach B gebracht. Ja, so funktioniert übrigens jeder Strom, ne, den wir herstellen. Atomstrom funktioniert übrigens auch so. Du spaltest, du hast das Spaltmaterial, das spaltet sich und dabei entsteht Hitze. Und dieser Hitze wird Wasser aufgeheizt, wo es dann schon durch Turbinen geleitet wird. Und das gilt für alle Verbrennten oder außer Solar halt. Solar ist eine Ausnahme. Solar wird anders hergestellt. Solar ist halt Photovoltaik. Das ist ein... Gibt es noch was anderes, was wir anders herstellen, strommäßig? Ne, Windenergie ist das gleiche. Ist auch nur ein Rotor. Es ist halt kein Wasserdampf dann, aber es ist der Rotor halt. Der Wind ist halt dann quasi das Medium. Wie das Wasser halt. Die Luft halt. Und die beschleunigte Luft. Atomenergie. Hat doch gerade gesagt, Atomenergie ist, du hast Spaltmaterial. Und das erhitzt, das erzeugt Wärme. Und diese Wärme wird benutzt, um Wasser aufzuheizen, zu Wasserdampf zu machen und durch Turbinen zu leiten. Deswegen gibt es ja auch Wasserdampf an Atomkraftwerken in den Kühlturmen. Ich meine, da wird halt die übrige Hitze und so, da wird er gekühlt. Ich meine, an sich, deswegen braucht man, also, das Wasser leitest du nicht wieder rein. Das Wasser ist in den Kreislauf, weil das Wasser verstrahlt. Soweit ich weiß. Du hältst das im Kreislauf. Du pumpst das nicht wieder raus. Deswegen sind die in Atomkraftwerken auch in einem Wasserbecken, die Dinger. Die Rods. Musst du dir mal ein Atomkraftwerk angucken. Weil sonst einfach alles schmilzt. Nee, musst du dir mal ein Atomkraftwerk angucken. Gibt da auch Reportagen zu. Wie die funktionieren und so. Aber alles, wir machen alles mit der Dampfmaschine immer noch heutzutage. Die Dampfmaschine war die große Entdeckung. Die hat die Menschheit nach vorne gebracht. Erst hat sie mechanische Energie erzeugt, die Dampfmaschine, dann hat sie elektrische Energie erzeugt. Quasi ist es im Endeffekt die gleiche Prinzip. Nur der Elektromagnet war dann halt dazugekommen. Dass wir aus Wasserdampf, aus der Dampfmaschine dann eben Strom erzeugen können. Durch einen Konverter. So. Und deswegen brauchen wir Wasser für die Kohlekraftwerke. Ja, ich übrigens mit Ölkraftwerken, die wir später auch bekommen. Da werden wir auch Wasser brauchen. Da brauchen wir aber Wasser noch für die Raffination, glaube ich. Öl raffinieren ist auch mit Wasser. Unter anderem. Es gibt auch Gas im Spiel. Ja, einiges. Nee, ich meinte Gas in Rohren, was wir transportieren können. Es gibt Gasquellen. So, wie viel habe ich denn jetzt hier im Auto? Und Zeug. 55 Platten. 113 Rotoren. Das Problem sind die Platten derzeit, nicht die Rotoren. Die Rotoren haben wir ja schon einige, aber die Platten sind das Problem. Die kosten halt trotzdem 20 Platten im Kohlegenerator. Oh mein Gott. So. Na, dann stelle ich mal einfach ein paar Kabel her, wa? Anderes bleibt mir jetzt nicht übrig, während ich warte. Die Produktion läuft auf Hochtouren, ne? Ja, nee, untätig. Warum wieder untätig? Das ist genau ausgemessen. Das ist genau ausgemessen. Warum ist das untätig? Das verstehe ich nicht. Ist ja irgendwie einer der Miner kaputt oder so? Nö. 60 pro Minute. Habe ich da irgendwas falsch berechnet? Ein Smelter macht. Dachte, macht ein Smelter 30 zu 30. Da habe ich wirklich was falsch berechnet. Produktionsschwankungen. Nee, ich habe dann, glaube ich, wirklich was falsch berechnet. Ja, ich habe mit 40 pro Minute gerechnet. Weil hier habe ich das auch so gemacht, ne? 1, 2, 3, 4, genau 40 pro Minute. Das letzte wird halt nie befüllt. Das war dumm von mir. Ich bin von 40 ausgegangen.
Das ist das Leben. Das fixe ich jetzt nicht. Das werde ich später fixen mit neuen Rezepten. Jetzt ist es halt leider so, wie es ist. Was soll ich machen? Habe ich komplett falsch gerechnet. Peinlich. Peinlich. Passiert. Brauchen wir auch Beton ja für die Fundamente, ne? Noch ein bisschen Beton mit. Und dann stelle ich noch mal ein paar Kabel her. Wir müssen übrigens dann demnächst losgehen und ganz viele Schnecken sammeln. Für unser Kraftwerk. Ich hab eine. Ich hab zwei. Und eine violette. Die wir noch nicht verarbeiten können. Ja, so ein bisschen jetzt die Ruhe vom Sturm hier. Leider. Dann gehen wir auch irgendwann hier noch in der Nähe. Das muss erstmal reichen an Kabeln. Perfekt. Ja. Es fehlen halt extrem viel Platten und so. Ich könnte manuell Schrauben herstellen und Platten herstellen, das geht natürlich auch. Wir werden sehr viele Platten brauchen. Kommt halt, das fehlt halt nichts dran vorbei gerade. Sag wie es ist. Also, wenn wir die Stahlproduktion haben, das Spiel verändert sich. Das transzendiert. Wir werden bald Züge haben. Wir werden Mark 3 Bänder haben mit 240 Ressourcen, glaube ich, pro Minute oder 23, glaube ich sogar. Ich weiß es gerade gar nicht. Ob es sich immer verdoppelt? Ich glaube nicht. Es gibt Zwischenstufen, die krasser sind. Ich gucke mal ganz kurz. Ich kann das ja schon sehen. Mark 3 Logistik ist 270 Ressourcen. Also keine Verdopplung. War bei 120 vorher. 30 mehr als Verdopplung. Ich glaube, die Stufe danach kann. Nee, die kann noch nicht 600, das ist, ich. Erst Mark 5, oder? Oh. Nee, danach kann 84, danach 600 und dann gibt es das 1200, glaube ich, jetzt. Als neues. Da waren es 560 oder 580, irgendwie sowas war das, glaube ich. Nee, kann ja nicht sein. Aber doch, ja, stimmt. Doch, irgendwie was mit 518, 720 oder sowas und dann 1200. Irgendwie so. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Die haben die Zahlen auch einfach mal verändert gehabt, glaube ich. Deswegen bin ich so verwirrt gerade, welche Zahlen jetzt aktuell sind. So, ich kann jetzt 50 Platten herstellen, noch per Hand. Ich kann auch noch mehr herstellen, aber. Kann ich ja vor Ort dann machen. Muss ich mir vorbereitet sein, bevor ich da jetzt hinfahre.
Oh, stimmt, das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Die Boombox. Ich höre die Boombox irgendwie zweimal, dreimal. Die hört nicht mehr auf, ich drücke Stop und die hört nicht mehr auf. Okay, ich glaube, wir müssen die Session neu starten. Nein. Doch. Jetzt höre ich es viermal und fünfmal. Ja, wir müssen die Session mal eben kurz neu starten. Moment, ich speichere einmal manuell. Speichern. So. Ist er rausgeflogen. Jetzt ist wieder nur einmal am Laufen. Ich sehe sogar den Punkt, wo du sitzt hier. Du sitzt am Boden einfach. Okay. Mit Kaffee in der Hand. Und trinkst. Weil auf dich wartet, dass du connectest. Weil da müsstest du jetzt ohne Dings connecten können. Das ist einfach so eine neue Session. War die Session ID gleich? Ich kann einfach beitreten. Ach so. Ja, weil du bist ja schon hier drin. So. Das dürfte jetzt hoffentlich einige Fehler behoben haben hier. Jetzt ist die Netzwerkqualität auch hoch, glaube ich, oder muss das Spiel komplett neu starten, kann sein. Und meine, der hat gesagt, ich muss die Sitzung neu starten, als ich das geändert habe. Er hat nicht gesagt, Spiel neu starten. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte, die Boombox ist ja jetzt oben drauf. Aber wenn ich jetzt durch die Gegend fahre, dann will ich die Boombox haben. Was machst du denn da? Du sollst nicht auf die Boombox kacken. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn du kackst, aber... Ja, du T-Bags die Boombox da rum. Ich weiß nicht, was die Boombox dir getan hat, aber... Ich weiß nur eins, die Boombox hat das nicht verdient. So, die Großindustriellen sind gleich wieder unterwegs. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Ich werde bestimmt auch was vergessen haben. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich sollte sicher auf Nummer sicher gehen. Weil das endet vielleicht am Ende nicht gut. Wenn ich das nicht tue. Ich sollte ein bisschen Biomasse nehmen und daraus festen Brennstoff machen fürs Fahrzeug. Da kann ich direkt Biomasse da einladen. Ich kann auch direkt Biomasse reinlegen. Oh! Die Boombox fährt nicht mit! Ich wäre auch fast nicht mitgefahren. Ah, ich kann es aber in der Hand halten. Mal eben scannen. Oder? Jetzt kriegst du was Lustiges zu sehen. Dominanz zeigen, Achievement.
Bei mir bist du nicht auf dem Fahrzeug. Verdammt, ich hab in den Stream geguckt. Einmal scannen. Oh, das ist da oben, wa? Oh. Gold? Gold? Wie Gold? Ja. Nein, das war ja Gold. Gibt's Gold? Weiß ich nicht. Der hat auch nicht so ein Problem, mit dem Berg hochzukommen, ne? Den Nachbarn grüßen hier. Da geht's tief runter. Ich sterb nicht, wenn ich da runterfahre, du schon. Wo war das ein Fallschirm? Noch einer. Wie der stand und es schaden wollte auf dich, während daneben ein Auto auf ihn zugefahren kommt. Effigies ripples through our temples, our veins nearly touch. It is shy. Notes shall be taken and played. From a certain perspective, your brain looks like it is processing language, but there is no auditory data. If you are hearing voices that are not mine, this is no cause for concern. It is a common side effect of extreme pressure and stress. Ja, der Stress. Das ist halt bei Fixit ist sehr viel Stress. Die eine Quelle ist unrein, die ist nicht so geil, finde ich. Die hier hinten ist auch unrein. Kohle ist halt nicht so sauber. Ist gestreckt. Was, die ist die eine A da oben? Und die ganz hinten ist auch unrein, oder was? Wie auf die du zuläufst? Weiß nicht. Die ist normal. Immerhin normal. Da oben soll noch eine sein. Ja, die ist oben drauf. Ui, da sind Spinnen. Ui. Ich hab meine Waffen nicht ausgerüstet. Da sind ganz schön viele Spinnen. Putzig. Abschlachten muss man, der ist eine große Spinne. Uha. Normal. Dann gehen wir zur großen Spinne, dann viel Spaß beim Sterben.
Sind sie so brutal? Die sind schon brutal, die Spinnen. Ich meine, die Katzen machen trotzdem die Geräusche von den Spinnen, ne? Nein. Was? Sie machen Miau. Seth spielt den Pussy-Modus. Lustig, wir hatten die Musik noch am Laufen, aber die Jukebox ist. Ich hab die hier hingestellt, stimmt hier. Oh mein Gott. Lauf doch nicht so schnell zu mir. Ich muss die Jukebox mitnehmen. Hier bauen wir nicht an. Ups. Dann gehen die beiden normalen Quellen. Nur zwei Quellen? Hä? Nur zwei Quellen? Da gibt es nur zwei. Normale. Ja, wir können ja einmal noch zusetzen. Nee, unreine ist nicht so geil. Das ist die halbe Produktion von der normalen, ne? Ich muss mal ganz kurz die Musik leiser machen noch. So. Jetzt kann ich die Boombox abstellen. Dann muss ich an mein Fahrzeug gehen. Oh, da sind auch ganz viele Nachbarn gekommen, um zu gucken, was hier los ist. Miau, miau. Minute, das ist ja gar nichts. Man kann ja fast gar nichts betreiben. Habe ich die Kettensäge noch? Vielleicht habe ich die Kettensäge noch. Warum will er das nicht wegmachen? Ich muss wissen, wie die Werte sind davon. Oh, ich bin Platten jetzt schon. So. Interesting. Most pioneers already had coal power set up by this point, because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder, coal power generators require coal. Wow. Danke. Uns disst, ey. Ja, unser Team Menschheit wohl nicht wichtig Kohle? Genug. Hä? Brauchen wir dafür eigentlich Kohle? Nee, glaube nicht. 15 Kohle pro Minute. Das heißt, ich kann gerade mal 9 Stück bauen, 8 Stück bauen. 50 Wasser.
Und ein Wasserextraktor steht doch dabei, wie viel der macht, oder? 120 pro Minute. Das heißt, zwei können 5 betreiben. Wie viel brauche ich denn für 4? 2 Stück auch. Wenn ich ein bisschen runtertakt auf 100 pro. Das funktioniert, solange ich nicht übertakte. Was ich ja nicht kann, weil wenn ich eine Kohle hier habe. Da-dam-dam-dam. Hier, die große Spinne ist ja immer noch da. So. Miner Mark 1, hier oben rein. Wir werden sowieso bald eine bessere Miner auch bekommen mit Stahl. Dann haben wir hier doppelt so viel Kohle. Aber jetzt gerade ist es halt leider so, wie es ist, nie. Stellen Sie keine Fragen, auf die Sie keine Antworten möchten. Sieht aus, ey. Arbeitssicherheit. Mhm. Das ist der Weg nach oben jetzt, der offizielle. So, dann wollen wir mal gucken. Und zwei Extraktoren pro Vierer-Ding. Ressource ist nicht tief genug. Oh nee. Weit müssen wir denn jetzt hier raus? Eieiei. So weit müssen wir hier raus für Wasser. Na, das ist natürlich schon übel. Das wird nicht so schön aussehen, wie ich mir das erhofft habe. Das ist ja nur das erste Kohlekraftwerk. That may indeed be water. Try submerging your arm. If it does not dissolve, that will narrow down the range of possibilities. Or you could just pipe it to a coal-powered generator and see what happens. Ja, danke für die wunderbaren Tipps. Was hätte ich nur ohne dich getan? Warte mal, Pipeline 1 kann aber schon 300, okay. Oh, das ist... Das ist fies. Oh. Ich kann halt nicht im Wasser bauen, wenn man im Wasser ist. So machen, dann die Kreuzung dran. Fixed pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note, water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Das von der Höhe. Das wird jetzt verbunden sein. Okay. Mach das mal wieder so mit der Nudel, die vom einen zum anderen geht. Damit ich eine Orientierungshilfe habe.
Müsste richtig sein. Sieht so aus, ja. Geht leider so ein bisschen nach unten, das ist nicht so schön. Ich ertrinke. Mhm. Und das ist jetzt besser. Und zumindest auf der gleichen Höhe. Das Kettensäge raus und hier wird erstmal abgerissen. Aber jetzt geht das Ding wieder nicht weg. Oh, das ist zum Kotzen. Zu schade, dass das nicht weggeht. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen höher als diese Pilz da bauen. Das ist, sonst ist der Pilz halt in dem Ding drin. Das ist so dumm. Vor allem habe ich die abbauen können vorhin. Ich habe halt so ein Ding schon mal abgebaut, das ist halt das Weirde. Mehrere davon sogar. Oh, ich sehe eine Schnecke. Ich sehe eine Schnecke, habe ich gesagt. Hier, wo ich bin. Ja, sehe ich. Der Fallschirm ist so lustig, dass ich mich einfach hier hochbacken kann. Oh. Das ist so dumm, dieser Fallschirm. Dass du einfach schräg nach oben gehen kannst damit, das ist so dumm. Das ist echt selten dumm. Ja, was ich machen wollte, ist auf das Ding oben drauf mal gehen. Vielleicht geht's von oben. Ich hab's nicht geschafft oben drauf. Müssen wir nochmal. Der Fallschirm ist einfach ein Mini-Jackpack. Mhm. Leider ja. Schon bitte. Das sollte illegal sein, was die hier tun. Oh, kann man die Hälfte von diesen Dingern abreißen, aber die andere Hälfte nicht. Ich will mein Geld zurück. Jo, das heißt halt, ich meine, wir müssen es eh am Anfang erstmal hässlich bauen, anders geht's ja nicht. Wir haben noch keine Bauteile und nix, wir können gar nichts schön bauen. Dort wie schön bauen gibt's hier noch nicht.
Verführungsgeschichte einfach die Bauteile, um schön zu bauen. Was nicht schlimm ist. Wir werden schon noch schön bauen. Zeit für schön bauen kommt schon noch. So richtig passend ist das leider auch nicht, aber naja. Muss man mal schauen. Was gibt's? Ich nichts verstehen. Ich will nichts verstehen. Warum große Plattform, warum hier unten Loch? Was Loch? Hier in der Wand halt. Aber ich mich ja irgendwie hochbauen musste erstmal. Und dann auch nicht weiß, wie groß das hier wird. Keine Platten mehr. Ich habe noch Ressourcen dabei, um Platten herzustellen. Wird halt nur ein paar Stunden dauern, die herzustellen. So, natürlich dauert das keine Stunden, aber es wird schon eine Weile dauern jetzt. Normale Platten oder verstärkte? Verstärkte. Normale Platten könnte ich auch gebrauchen, weil ich damit nicht genug mitgenommen habe. Um Verstärkte daraus zu bauen. Warum habt ihr also die ganze Zeit so eine ominöse Musik dabei? Mit der Musik hier im Hintergrund. Beide Musiken zusammen. Ja. Oder noch 100 Stück, ne? Diese überlappende Musik ist halt grauenvoll, aber ich finde auch das blöd. Ich habe die ganze diese ominöse Musik, dieses. Aber es ist besser, als wenn es sich überlappt. Was brauchst du da? Eine Werkbank. Hatte ich nicht schon eine gebaut? Achso, ja. Nur eine. Dann kann ich auch Schrauben bauen. Ich meine, ich habe 47 von den Platten und ich kann noch 17 Stück herstellen. Jetzt kann ich 18 Stück herstellen. So, wenn ich mit dem Herstellen jetzt durch bin, habe ich 70 von 100. Aber es kann auch sein, dass wir noch mehr brauchen als die 100. Das ist alles möglich. Weil wir noch pumpen und so bauen müssen, weil wir ja nach oben pumpen müssen. Ja, so viel Strom wird es dann leider auch nicht. Es wird nur 600 Megawatt. Unsere Biogeneratoren produzieren, glaube ich, derzeit irgendwie 110 oder so.
Also es wird auch nicht so massig viel mehr jetzt, weil wir sehr schlechte Kohlequellen hier haben. Sonst würde ich ja normalerweise 8 auf jeder Seite bauen, weil wir ja 120 pro Förderband bewegen können. Das würde für 8 Dinge reichen. So, ich habe jetzt 82 Platten gleich. Ich habe 20. So, packen wir die halt in die Truhe. Vielleicht bei 80 auch zu craften. So, bin ich froh, wenn ich das hier alles schön bauen kann. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe nicht die Mittel, um hier schön zu bauen. Mir fehlen die ganzen Fixit-Rezepte aus den Dingen da. So, gab es nicht auch irgendwie eine Taste, um zu kopieren? Ich glaube, es gab irgendwie eine Taste zum Kopieren, aber na gut. Habe ich gerade nicht im Kopf. Richtig sein? Okay, ja. Passt. Wenn ich Förderbänder 2 breit. Ja, das Problem mit dem Wasser. Ja gut, das eine Wasser hier, das andere Wasser auf der anderen Seite. Ja, das macht schon, das ergibt schon Sinn. Das kriegen wir schon hin. Deswegen ist das, glaube ich, was Freezer letztes Mal gemacht hat, dass du Freezer gesehen hast, das Spiel hier spielen. Okay. Der hat ja auch Generatoren gebaut. Hat er? Als ich die gesehen habe, ist er nur über Förderbänder gefüllt worden. Der hat doch Rohre gebaut und so. Ja, aber hat er jemals damit sein Ziel erreicht? Gefühlt ist er damit einfach quer durch die Welt gerannt. Nö, der hat schon ein Kraftwerk gebaut. Wir haben jetzt andere Sachen, die uns fehlen. Also Kabel, Rotoren. Vor allem Rotoren fehlen uns. Und Rotoren wird ein Problem, glaube ich. Hab nicht so viel Stäbe dabei. Kabel ist kein Problem, die kann ich herstellen. Kabel ist schnell fertig. Kabel dürfte ich jetzt genug haben. Nur die verflixten Rotoren brauchen halt ewig. Man braucht 10 Stück pro Kraftwerk, glaube ich. Also es fehlen noch 2 Kraftwerke, ne? Also 20 Stück. Ich habe aber noch wie viele im Inventar? 0. Wie es aussieht. 0. Mal 10 Stück kann ich schon mal herstellen. Ich glaube, wir werden auch Rotoren brauchen für die Pumpen. Ohne Pumpen wird es nicht gehen. Ich rede nicht von den Pumpen, die das Wasser daraus pumpen, sondern die Pumpen, die dann das Wasser durch die Rohre pumpen. Weil wir das Wasser nach oben transportieren müssen. Hätte ich eigentlich nicht gewollt. Ich hätte es am Boden bauen wollen. Dann wäre es einfacher gewesen, aber naja. Das Spiel wollte nicht. Das Spiel hat gesagt, nein, nicht mit mir. So, ich brauche noch 10 Rotoren. Habe ich zumindest schon mal die 8 Kraftwerke dann fertig. Ah, ich komme gleich mit Rotoren wieder.
wo du an der Base warst. Ja. Hm. Du hast nicht das Fahrzeug genommen. Ich hab keinen Führerschein. Sonst kommt nachher die Polizei schon wieder. Ja. Ich hab aber ich kann mir schon die 10 Rotoren jetzt herstellen. Aber ich werde bestimmt noch mehr brauchen für die Pumpen. Ich glaube, ich habe auch nicht genug Kupfer. Wenn du auch noch nicht in der Base warst, dann kannst du gerne Kupfer mitbringen. Musst du aus den Konstruktoren bei den Kabeln rausziehen. Oh, wir hatten übrigens noch 21 Rotoren im Fahrzeug. Ich hatte genug Rotoren für alle Kraftwerke im Fahrzeug. Wie peinlich. Naja, haben noch ein bisschen. Ja, du warst ja, ist ja trotzdem gut, dass du da bist, weil du brauchst Kupfer. Ja, aber ich bin ja schon längst auf dem Rückweg. Ja, dann musst du nochmal auf den Rückweg vom Rückweg. Ja, weil das mit den Rohren wird nicht klappen. Ich habe nur noch 77 Kupferbleche. Ich glaube, das wird mit den Rohren echt knapp. Das wird wirklich knapp. Muss mal schauen, vielleicht klappt es gerade so. Die Rohre sind schon ganz schön lang. Ich hatte auch nicht erwartet, dass man so weit weg von Land bauen muss. Ich hätte natürlich das. Ich kann das Kraftwerk verschieben. Übers Wasser. Ja, dann mache ich das eben. Ich verschieb's, dann habe ich genug hoffentlich. Wo das Kraftwerk steht, ist im Endeffekt egal. Vielleicht kann ich auch die Extraktoren hier unten gleich besser platzieren. Passender zum Kraftwerk. Das ist gewollt. Da kommt auch mehr Plattform hin gleich. Muss hier in der Mitte ein bisschen Platz haben, weil sonst kriege ich das mit den Rohren nachher nicht hin. Kann man hier angeln? Nein. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, ob man angeln kann. Keine Ahnung. Kann sein, dass sie es eingefügt haben. Also, wo ich das Spiel gespielt habe, war es noch nicht drin. Das kann ich sagen mit Gewissheit. Du wüsst halt nicht, was du mit Angeln machen sollst. Das ist halt das Problem. Ich bin gerade frage, was sollen die Ressourcen dann bringen? Kannst du nicht kochen in dem Spiel.
Ja, vielleicht kriege ich aus dem Fisch ein Plastik oder so, keine Ahnung. Wenn das wäre, dann würde es ein Indiz sein, dass es die Erde ist. Warum sollte hier Plastik einfach sein? Das wäre schon ein bisschen weird. So, dann baue ich die Rohre mal andersrum, weil dann kann ich nämlich dann, wenn ich die Rohre andersrum baue, ich meine, hier würden später dann die Wanddinger sein. Und ich mache die Rohre mal so. Ja, das müsste ja reichen, wenn ich das so mache. Dann ziehe ich die jetzt einmal durch. Weil danach baue ich dann die Rohre so, dass ich die Dinger hier hin mache. Ne? So. Und so. So. Also über Kreuz, ne? Also das ist das. Dass die dann da reingehen. Ich meine, das sieht halt ein bisschen komisch aus, weil das eine Rohr im anderen Rohr hängt und so. Das ist, kann man das nicht schöner machen? Kann man nicht mit einem anderen Rohrmodus oder so vielleicht ein bisschen, dass es wenigstens ein bisschen schöner aussieht? Nee. Ich könnte die Rohre weiter auseinander platzieren. Und noch ein Stück höher platzieren. Vielleicht hilft das. Es soll ja auch schön aussehen. Es soll jetzt nicht komplett hingekotzt aussehen. Ich meine, es wird sowieso, weil wir keine schönen Wände und nichts haben gerade. Also es wird eh immer hingekotzt aussehen. Aber es soll halt nicht aussehen, wie als hätte es Versicherung gebaut. Alles hier kreuz und quer. Das ist eine Witze. Ah, ich glaube, das Problem ist, wenn ich das gerade machen will. Ah doch, jetzt geht's doch. Torwodrad ist super hübsch hier. Ja. Ah? Mein Torwodrad ist super hübsch gebaut. Mm. Na, vielleicht reicht eine Höhe. Du kannst ja einfach mal einmal ausprobieren hier. Oh. Eingriff in den Zwischenraum eines anderen Objekts. Ja gut, das ist ein Problem. Um es schön zu machen, ist das ein Problem. Große Spinne ist immer noch da. Ich glaube, die geht auch nicht weg. Ich könnte die Kraftwerke ein Stück weiter auseinanderstellen, dann würde es gehen. Oder ich versuche es mal wirklich ein bisschen höher, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dafür ist es dann zu weit. Also zu krass die Neigung. Ich glaube, jetzt von hier überhaupt die Pipeline darüber zu bauen, wird mir gar nicht möglich sein. Ah, doch, aber es würde halt trotzdem das gleiche passieren. Ne? Die Rohre würden sich trotzdem überschneiden, knapp. Aber diesmal nicht ganz so schlimm wie vorhin. Immerhin. Die würden nur so leicht ineinander stecken. Ich meine, ist das jetzt machbar? Ist das jetzt. Ich meine, das wird nie wieder jemand sehen. Ne? Also. Es ist besser als gerade eben, da waren sie halb ineinander. Jetzt sind sie nur noch so ein Viertel ineinander. Wir machen das einfach noch schöner. Gibt jetzt keinen Sinn, jetzt extrem viel Zeit hier zu verschwenden, um das schöner zu machen. Wenn wir das sowieso alles neu bauen werden. Schönbauen kommt in diesem Let's Play noch, keine Sorge. Ich meine, es hat schon irgendwie was. Hat auch was Hypnotisches. Alter Schwede, das hat wirklich was Hypnotisches. Hat was von einem modernen Kunstwerk. Das hat wirklich was von einem modernen Kunstwerk. Nochmal eine Rampe hochbauen. Nicht, weil ich gerade runtergefallen wäre, nein, nein. Das ist bestimmt nicht der Grund, warum ich eine Rampe hochbaue.
So, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Perfekt. Genau das will ich so sehen. Alter, sieht schon cool aus irgendwie. Das hat schon was. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich irgendwie... Ich kann auch eine Plattform bauen, das geht schon. Dann baue ich unten dran eine. So, nehme ich die beiden Dinge da vorne weg. Jetzt bauen wir die Rohre hier runter. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nicht Nudelmodus, horizontal zu vertikal, ist das das? Nee. Ah? Der gute Nudelmodus. Ja, doch, vielleicht doch Nudel. Nee, horizontal zu vertikal. Das ist besser. Ah, das aber ist nicht ganz richtig. Eins weiter, als wo man bauen kann. Hier müsste richtig sein. Oh ja. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. So, dann nehmen wir die nochmal weg, die Wasserextraktoren. Die werden wir jetzt passender bauen. Ja, tut mir leid. Ich kann das nicht ändern. I'm under the water. Gibt keine Hilfe für dich. So, für die Extraktoren mache ich das jetzt ein bisschen anders. Das allgemein ist ein bisschen anders hier. Ich nehme jetzt hier die Pipeline-Stützen, lege die hier ins Wasser. Da so, dass die passen. Genau dahin, wo sie auch hier auf der Plattform ständen. Zieh die hier hoch. Na, höher geht nicht. Boah, ich sehe gerade erst, dass der Space Elevator, dass das Ding da oben, dass man das einfach immer noch perfekt hier von hier aus sieht. So weit weg, wie wir sind. Das ist schon krass. Ja, ich glaube, ich muss das mit einer Plattform machen, die hier unten ein bisschen im Wasser ist, damit das schön aussieht. Aha, das ist blöd. Das ist alles ein bisschen blöd. Ach, egal. Egal. Scheiß drauf. Das passt schon so. Irgendwie auf diese Rohre hoch. Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Hätte sie schräg bauen müssen, dann kennt sie, kann sie auch die. Na hier. Habe ich eine Schräge. Jetzt kann ich auf die Rohre. Und das genau das brauche ich ja auch für die Extraktoren. Wasserextraktor. Siehst, Kohlestrom ist ein bisschen komplizierter. Vor allem, wie viel von dem Strom bleibt dann noch übrig, weil die Dinger hier brauchen Strom, die Miner brauchen Strom. Bleibt genug übrig. Glaub mir. Was fehlt mir auch? Kupferrohr, okay. Kupferblech.
Ich habe schon versucht, so sparsam wie möglich zu bauen, aber da fehlt trotzdem Kupferblech. Und ich habe kein Kupfer mehr momentan. Das heißt, ich muss Kupfer abbauen gehen. Muss Auto fahren zur Base. Ich muss das Projekt erstmal forcieren. Was schade ist, weil der Part vorbei ist. 1:11. Im nächsten Part dann das Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Und bis dann haltet ihr uns, Stefan, und immer das Beste aus eurem Leben. Und euer Versicherung und Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.